In der letzten Folge haben wir ein wunderschönes Haus gebaut und zwar ist es genau das hinten mit dem Kupferdach. Jetzt geht's weiter, weil hier dieses Haus ist ja ein Haus, was quasi, ja, ich sag mal, für die Hühner gedacht ist, ne? Also sprich, es wird einen Zaun geben, der dann irgendwo hier dran rumführt. Wie auch immer. Ich habe noch keine Ahnung. Wir brauchen aber zuerst mal Seeds. Seeds, genau. Zack. Oh, nee, nicht so. Ja, dementsprechend müssten wir mal hier rein. Die Frage ist jetzt halt, wenn wir die jetzt hier abbauen und uns ein bisschen Platz hier verschaffen und den Gehege einfach mal ein ganz kleines bisschen kleiner machen. Genau, dann können wir das nämlich so machen. Da können die nämlich hier rüberkommen. Dann können die nämlich erstmal hier, zack, 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 zack. Ne, du bleibst jetzt auch hier. So. Dann können wir den zack, zack. Und dann können wir den, ne, zack. So, weg du. Wunderschön. Haben wir ein bisschen kleiner gemacht. Toll. Weil wir müssen ja jetzt hier gucken. Hier muss ja theoretisch gesehen, hier muss halt auch Erde hin, ne? Erde haben wir nicht da. Erde brauchen wir. Erde müssen wir holen. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir so viel Erde haben. Oder? Doch, ja, Erde haben wir doch genug. Können wir doch 2 Stacks Erde nehmen. Das Gras können wir ruhig Gras sein lassen. Denn wir wollen hier so ein bisschen terraformen, weil das ja alles eins höher gestaltet ist. Es sei denn, wir würden das hier eins tiefer abbauen. Also sprich, sprich, wir würden das quasi noch eins tiefer runterholen. Nee, 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 komm. Wir machen das höher. Das Schöne ist ja auch, wir müssen ja gar nicht. Wir müssen erstmal die Kühe dann hier gleich wegschaffen irgendwie. Sollte die Kühe ein bisschen kleiner machen. Dann haben wir Weizen da. Wir haben Weizen da. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen gleich auch mal die Kühe. Warte mal, wir können da auch erstmal sowas machen hier. Zack. Ne, komm, geh weg. Mach dich ab. Ich will hier was setzen. So, kommt her. Zack, 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 zack. So. Lasst mich mal kurz dahin. Nee, 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 kommt, kommt, kommt hier hin. Hier hin, danke, danke, hier hin. Ja, zack, 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 zack. Ja. Dann können wir die auch wieder abbauen. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen mehr Platz. Zumindest fürs Erste. Und dann können wir hier sowas hinsetzen, dass wir hier quasi ein bisschen höher kommen. Da gibt es dann das Gehege. Das bleibt hier dann tatsächlich so. Und da gibt es, muss halt so ein bisschen ein, ja, so eine Art Auslauf sein. Ne? Also sprich, ich wollte eigentlich da dran. Ne? Müssen wir hier dran. Zack, zack, zack. So. Gut, der Rest müssen wir halt dann terraformen, wenn hier ein bisschen mehr Platz ist. Ne? Also sprich. Wir müssten theoretisch gesehen sagen hier, jo, komm, ey, warte mal, ich hab die Idee. Wir locken einfach hier die Hühnchen hier rein. Oh, das ist eine gute Idee. Hühnchen, wollt ihr nicht mal euer Platz, verwaist werden? Also um euren Platz verwaist werden? Ich denke schon, ne? Ich denke schon. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Zack, zack, zack. Zack, wir kommen mal mit. Und dann können wir hier gucken. Komm, but, 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 kommt mit, kommt mein Hühnchen, komm, but, but, but. Komm, but, 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 kommt hier rein, komm, but, 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 but. Ja, du bist auch ein Hühnchen. Ein neues Hühnchen ist da. Ein Hühnchen mit Schwert. Wunderschön. Das ist gut. Ja, das nehme ich so. Zack, zack. Wir kommen auch so an die Kiste dran, das heißt, wir können auch das so machen. Jetzt haben wir die Hühnchen da eingesperrt. Jetzt können wir nämlich das hier terraformen. Und wir müssen auch gucken, ne, dass wir den Weg nicht vergessen, weil der muss auch noch hier irgendwo vorbeiführen. Die Hühnchen sind des Platzes verwiesen. Ja, das ist doch lustig hier. Zack, zack. So, der hat dich weg. Was haben wir denn da? Eingesammelt. Okay, jetzt die Frage.
hier, wie das werden soll. Also das ist ja klar, hier kommt noch ein Haus hin. Das heißt, hier wird es tatsächlich, ja, es wird schon eng mit 4 Hühnerställen hier tatsächlich, wenn der Weg hier noch lang gehen soll. Ja. Wobei ja theoretisch gesehen ein Hühnerstall das Gehege hier haben, also ein Stall hier Gehege noch. Puh, das müssen wir echt nochmal planen, wie das genau werden soll. Das müssen wir echt nochmal planen. Also sprich, ja viel, also so sehr viel Auslauffläche dürfen wir ja auch nicht haben, weil das ja sonst viel zu viel wird. Also sprich, sowas in die Richtung müssten wir halt schon haben, hier so zack, zack. Und so. Und dann tatsächlich bis irgendwie so hierhin kommt so die Auslauffläche, zack, 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 zack. Wobei dann hier auch wieder die zwei Zauntore reinkommen. Erstmal. Nur dass wir halt auch wieder hier rein können. Und hier gucken müssen, hier fehlt nämlich tatsächlich dann noch einer. Den machen wir erstmal so, zack. Ja, also das geht schon gut, ne? Haben wir heute, wir haben heute, haben wir ein Crafting-Dings da. Crafting-Gedöns haben wir hier hinten. Crafting-Gedöns haben wir hier hinten. Hier. Und zwar wollen wir ein paar Haybales machen. Zack, zack, zack. Wunderschön. So, wunderschön. Oh, das ist doch, boah, das ist auch hier, guck mal, das ist doch, ich bin doch Deko gegen hier. Klar fehlt noch ein bisschen Licht, so, ne, aber ich bin Deko King, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen hier außen das so machen, weil das sieht ja kacke aus, wenn man hier dann tatsächlich den Weg direkt da dran hat. So, und so geht der Weg quasi hier direkt durch. Ich glaube, wir lassen den tatsächlich ein bisschen außen rum hier gehen und nicht durch den Gehege durch, durchs Gehege durch. So, lasst die Hühner frei, würde ich sagen. Lasst die Hühner frei, kommt nach draußen, ihr dürft wieder in eure Freiheit, ihr Hühnchen. Jetzt ist nur die Frage, ob die hier rauskommen. Ich weiß es nicht. Ob die so klug sind. Das sehen wir dann später. Ob die tatsächlich so klug sind. Zack. Zack, zack. So, dann können wir nämlich den hier abbauen. So, wunderschön. Ja, die sind halt jetzt natürlich hier, ne? Komm, mach dich doch weg da, zack, zack. So. Ja, ihr lauft halt genau dahin, wo ich gerne eigentlich bauen wollte, ne? Also das ist halt schon klar von euch. Die wollen abhauen, die Tiere. Das ist doch verrückt, ihr mit euch. Also, wir können auf jeden Fall schon mal hier so ein Screenshot machen. Das ist schon mal geil mit dem neuen Gehege. Das gefällt mir richtig gut. Also, jetzt können wir noch. Nee. Also, ihr. Ein Hühnchen hat's. Ja, die kommen da tatsächlich raus, Alter. Dann müssen wir das so machen. Oder wo sind sie rausgekommen? Also ihr seid als allererstes, ganz kurz, ihr, die da rausgekommen seid, ihr seid tot. Komm, du auch. Ihr seid tot. Ihr seid tot, ihr lebt nicht mehr. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir eventuell neu machen. Zack, 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 zack. Kein einziges neues Hühnchen. Egal. Solange jetzt keine weiteren mehr abhauen, ist das doch okay. Das ist, was soll ich denn dazu sagen? Das ist auch einfach genial. Ne? Also, klar, ein bisschen größer wäre geil, aber für so eine kleine Vorstadt finde ich, ist das schon gut.
Muss man schon so sagen. So, wir gehen erstmal ins Bettchen. Ne, warte, wir können wahrscheinlich eh nicht schlafen. Das heißt, wir laufen erstmal kurz rüber, schmeißen mal ein paar Items da drüben hin. Und zwar das raus, die Eier raus. Und die Sachen raus, dann können wir auch gerade hier schlafen gehen. Das ist schon, gefällt mir richtig gut. Also, jo, das kann man so schon sehr gerne lassen. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon leider vorbei. Aber nicht verzagen, es werden noch ein paar mehrere kommen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.